Liebe Steiner-Freunde, willkommen beim Steiner-Meister aus dem Herzen Schweiz, aus den wunderschönen Städten Zofingen. Und heute geht es los. Es wird famos, es wird groß. Wir werden bauen, ihr werdet schauen. Es wird wunderbar. Ja, wir bauen keine Bar. Nein, wir bauen einen zweiten Platz. Und da habe ich schon die Platte. Ich habe Dinge, die ich letztes Mal noch nicht verbaut habe. Ich habe noch von Lego ein schöner Fruchtsaft. Kauf, ja, da kann man öffnen und so weiter. Das werde ich vielleicht verwenden. Ich habe Palmen und so weiter. Ich habe auch noch Spezialsteine, solche, damit ich eine Musik bauen kann, weil vielleicht wird es in der Mitte Musik geben. Und ich habe noch viele Steine, weil ich werde nicht nur den Platz bauen, sondern ich werde auch, und das ist eben das Verrückte dieses Mal, ich werde die Oberstadt auch noch ein bisschen optimieren und ein Konstrukt geben. Ja, es wird toll, es wird wunderbar. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze mit Hauseinbau. Ja, das volle Programm. Los! Schön seid ihr da geblieben und wir wollen nicht lange warten. Wir werden jetzt bauen. Ihr könnt schauen, ich werde diese Platten nehmen, die Grundplatten, und da drauf werde ich jetzt eine Treppe nach unten bauen. Dann werde ich ein Mosaik bauen und vielleicht kommen dann noch die Fruchtsäfte und ein Blumen rein. Ich muss mal schauen. Es sieht immer so groß aus, aber wenn man dann das baut, dann hat man fast keinen Platz wie hier. Und natürlich freue ich mich, wenn ich das euch präsentieren kann. Und dann geht's dann in den Städtebau. Ja, heute wird einiges geboten. Aber jetzt nicht auf die Folter gespannt, sondern los! Wir bauen uns jetzt, was uns gefällt. Und dazu brauchen wir eine Grundplatte. Und wir haben da Steine. Brick Profile, natürlich. Und da habe ich mir überlegt, wie die Treppe soll gestaltet werden, damit die gut aussieht, damit man gut draufkommt und so weiter. Und zuerst dachte ich, ja, die Türe. Ich brauche eine Türe und man kann direkt von der Tiefgarage dann in die Stadt gehen. Wir sehen dann, was daraus worden ist. Und ich habe dann auch die verschiedene Figuren gebaut, weiße Steine vorne dran und Sandgrün und Gold. Das sieht doch super aus. Das ist stimmig, die Farben stimmen so. Obendran habe ich nicht befliest, weil es ja schon super sandgrüne Platten gab. Und dann habe ich das ganze Mosaik gestaltet. Das ist doch cool. Für den anderen überlegt, soll ich da eine Palme reinsetzen? Da habe ich gesagt, nein, ich setze dort einen alten Herrn rein mit Schwerter. Ja, ob das gefällt, man wird sehen. Ich habe dann auch den Blumenladen gebaut. Zuerst wollte ich einen Kiosk bauen und habe gesagt, nein, Blumen zu verkaufen ist ja cool, wenn man in die Stadt kommt. Ein bisschen Blumen, voll Sonnenschein und dann kann man beglückt sein. Und nebendran gibt es auch noch die goldigen Harry Potter Statuen, die habe ich natürlich auch noch draufgelegt. Ich habe da einen Geigner reingesetzt und der unterhält da die Blumenverkäuferin. Ja, ein kleiner junger Verehrer, und sie ist beglückt und entzückt und kann viel mehr Blumen verkaufen als vorher. Aber ich habe mir dann gesagt, nein, mir gefällt das nicht. Die ganze Szenerie passt nicht zum Harry Potter. Es muss auf der anderen Seite sein. Ja, das ist dann, wenn man das ausprobiert und dann ein bisschen schaut, und dann habe ich das auf die andere Seite hingetan und ich habe auch noch einen Brunnen reingetan und eine Taube draufgesetzt. Das sieht doch einfach gut aus und dann sieht man viel besser das Harry Potter Gebäude. Ja, der Uhrenturm, den ich gebaut habe, damit man das wunderbar sieht, und die Fliesen sind gelegt und wunderbar. Es ist verbracht, ich hab's geschafft, es ist da, wunderbar und cool, ich habe es noch optimiert, ich hatte es zuerst anders gedacht. Die Treppe hier unten habe ich gesehen, das kommt mit diesem Gebäude zusammen und das sieht einfach nicht so gut aus, wenn das zu nah ist. Und darum habe ich das umgebaut. Ja, das ist doch cool, mit Klemmbausteinen, da kann man plötzlich denken, ja, falsch gebaut. Auseinandernehmen, wieder etwas Neues bauen und am Schluss, wenn das Resultat dann dem entspricht, was man gesagt hat, ja, das finde ich super, dann macht man so. Ich wollte zuerst noch diese reintun, diese Statue. Ich mache die mal noch hier mal rauf. So. Ja, oder auf die andere Seite. Aber irgendwie gefällt mir die nicht, wenn die da in der Mitte ist. Vor allem, wenn man da runterkommt und dann gleich begrüßt wird mit einem
Ritter, der sagt, hier kommst du nicht rein. Nein, das soll eine offene Stadt sein und darum habe ich gesagt, ich mache hier eine Taube, eine Friedenstaube. Ich will keinen Krieg und die mache ich hier rein und die Figur, die kommt dann später irgendwo hin. Ja, mal schauen. Krieg ist nicht gut, darum zwei Tauben. Friedenstauben, ja. Und was habe ich hier gemacht? Hier vorne, da seht ihr den Eingang. Harry Potter. Ja, Statue. Das ist doch cool. Da. Und in Gold passt das ja sehr gut mit dem Aufgang. Dann mit dem Sandgrün. Und was ich gemacht habe, ist, damit es ein bisschen mediterran aussieht, ja, eine Palme, ein Papagei. Und dann, was cool ist, ist diese schöne Struktur dieses Platzes. Das ist doch wunderbar. Dieser Platz ist der neue Star. Und da kann man sich bewegen. Und Wasser ist wichtig. Nicht nur zum Waschen, sondern im Wasser kann der Mensch nicht leben. Und ohne Frieden auch nicht. Nein, kein Krieg, Frieden. Und hier drinnen haben wir noch den Blumenladen. Blumenshop, da habe ich ja den Kiosk von Hidden Side Set, das dazu gab. Einmal gratis habe ich das verwendet, ich habe es ein bisschen umgebaut und jetzt schön in die Farbe. Und da seht ihr, ich bin hinten dran, sieht das so aus mit Fenstern. Dann habe ich noch eine Szene eingebaut, einer, der Violine spielt und die Blumenverkäuferin hat sehr Freude und eine Frau kommt von oben und sagt, ja, ich will die Stadt besuchen, ich will einkaufen, das ist super. Obendran hat es auch noch Figuren, also hier die Figuren nach oben und zu hinterst hat es dann auch noch zu oberst da die Wächter. Die Wächter der Stadt, die schauen, dass der Stadt gut geht, das ist die Idee. Und wenn wir das jetzt so haben, dann wird das so sein, dass das nach oben geht, also hier der Eingang und so weiter und dann kommt dieses hier ran und wird hier festgemacht. Was ihr seht, ich habe jetzt diese Fliesen ausgetauscht. Ich habe vorher graue und beige Fliesen, ich habe jetzt die in weiß ausgetauscht, dass das einfach ein stimmiges Bild gibt, Durchgängigkeit und es passt auch aus meiner Sicht besser zum Gebäude als diese grauen Steine. Und wenn man es auf der anderen Seite anschaut, drehe ich das Ganze mal so. Dann seht ihr, wie es aussieht. Dann von unten her, da gibt es den Durchgang. Hier gibt es einen Durchgang. Und dann sieht man hier die Treppe. Und das passt sehr gut dazu. Also dieses passt sehr gut. Was ich jetzt werde machen, ich werde jetzt dieses in die Stadt einbauen. Und, also beide einbauen. Und dann werdet ihr mir helfen. Was soll ich nebendran dann setzen? Den Music Store oder den Blumenladen? Weil Blumen hat es hier und Blumen da. Da würde eigentlich passen, aber Musik ist ja oben dran. Mal schauen. Ihr entscheidet, welches Haus hier hinkommt. Und das machen wir. Und wir bauen natürlich die Stadt auch ein. Und wir bauen auch diesen Marktladen auch noch ein. Das heißt, es wird einiges geboten. Ein Mock, eine Frage und zusätzlich noch die Stadt bauen. Was will man mehr? Aber wie immer, wenn ich solche Videos mache, dann werde ich euch sagen, schon jetzt alles Gute, bleibt gesund und munter und wenn ihr wollt wissen, wie es weitergeht, dann drückt die Glocke, abonniert mich und ich wünsche euch alles Gute. Bis das nächste Mal, euer Steinermeister. Und jetzt zum Video der Stadt. Ja, jetzt setzen wir das Ganze rein. Das Harry Potter. Schöne
Urgebäude. Das ist doch wunderbar. Und ich will natürlich, dass man da von der Tiefgarage direkt reinkommt und da keinen Durchzug erhält und das cool abgestimmt ist. Und es sieht doch so wunderbar aus mit den hinteren Steinen. Statt die Weiße habe ich beige Steine genommen und dann das rübergebaut und das natürlich so positioniert, dass das Ganze hält. Dazwischen dunkelgraue Platten dazu getan und obendran habe ich die Mauer gebaut und die Mauer natürlich auch noch so gestaltet, dass es stimmig ist mit Beige und Sandgrün. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wie gefällt euch das? Ich bin gespannt auf die Kommentare. Und natürlich, wenn ich das alles gebaut habe, kommt jetzt die große Gretchenfrage. Welches Haus soll ich daneben positionieren? Ist das erstens mal der Music Store? Der ist natürlich sehr gut abgestimmt. Hinten dran das Dach blau, auf der Seite sandgrün. Das passt. Natürlich, Blumen passen nicht zum Music Store, aber der Musiker da vorne passt natürlich dazu auch. Und das ist auch eine schöne Sicht, nicht zu hoch und ist stimmig aus meiner Sicht. Passt sehr gut da rein. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist natürlich der Blumenlade zu hinterlegen. Und der Blumenladen, der ist gigantisch groß. Der ist groß. Das Dach passt auch wieder sehr gut zum Blumenladen. Das Blau vorne nicht ganz so stimmig. Es sieht auch ein bisschen hoch aus. Ja, der Uhrenturm ist natürlich jetzt plötzlich klein geworden, weil das ist ein Riesengebäude, riesig groß, sieht aber auch nicht schlecht aus mit hinten blau. Das sieht man natürlich nicht so gut. Das erste, ich weiß nicht. Dann bauen wir den ganzen Markt ein und bauen unten dran aber auch noch das Ganze hinauf. Und da habe ich mir überlegt, zuerst Beige darunter zu setzen und oh graus, das sieht nicht gut aus. Da habe ich es grau gemacht und dann habe ich auch noch das Ganze befliest, dass das schön aussieht mit großen und kleinen runden Steinen. Das sieht jetzt super aus und das sieht doch genial aus. Wenn man das jetzt so sieht, von unten nach oben zum Hotel, zum Markt kommt. Der Markt natürlich befließt. Nebenan habe ich noch die grauen Fliesen gelassen. Vielleicht werde ich noch ändern, aber momentan sieht es so aus. Ja, das sieht doch cool aus. Das sieht doch stimmig aus. Und finde ich jetzt vor, ja, man kann da runterschauen auf dem Markt. Da läuft etwas vor dem Hotel. Das ist auch für die Hotelgäste natürlich interessant. Und da sieht man auch schon den Turm, den Eingang, hinten dran das Gebäude. Und jetzt vorne haben wir eine große Lücke. Und als nächstes werde ich diese Lücke füllen.